Ich sage Ihnen sehr klar, es geht für mich um die Frage, was bedeutet das eigentlich, wenn hier in Berlin oder an anderen Orten in Deutschland Jubelszenen ausbrechen? Und das braucht eine klare und unmissverständliche Antwort des Rechtsstaates. Das dürfen wir nicht akzeptieren, dass hier in Deutschland Terrorakte gefeiert werden. Und es stellen sich internationale und geopolitische Fragen, wer unterstützt eigentlich die Hamas oder die Hisbollah? Wer steckt dahinter? Welche Verflechtung gibt es dort? Und alles das braucht Antworten, und die wird es geben in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Aber ich will für mich noch mal betonen, heute ist die Stunde der Trauer und die Stunde auch der Solidarität. Und darum soll es auch auf einer Konferenz gehen, die sich mit dem Thema Europa beschäftigt.